Hi, heute machen wir ein kurzes Video zu den Lagrange Cluny. Dies ist unser meistverkaufter Herd und das liegt nicht nur daran, dass er Cluny heißt, das ist ein Kloster in Burgund und nicht der amerikanische Schauspieler mit gemeint. Es gibt den Herd in modern und in klassisch. Ihr seht ihn hier in modern. Im modernen Bereich habt ihr die anderen Knebel, ist eine andere Knebelform. Und die Blende ist im Zweifel in Edelstahl, wobei ihr diese auch haben könnt in emailliert. Dann wird auch die Blende emailliert und dann sieht es ein bisschen ähnlicher dem Classic. Und der Classic hat immer eine emaillierte Blende. Das Besondere daran auch ist, die Blende und die Front sind ja alle emailliert und auch die Schriften werden aufemailliert auf das Ganze. Und das kriegt man auch nicht abgescheuert, das ist wie ein altes Straßenschild oder so in der Art. Und das Gleiche gilt für die ganzen Metallbauteile. Alles, was nach Metall aussieht, ist Metall und nicht nur Metalloptik oder sowas in der Art. Das ist alles sehr massiv gebaut bei Lagrange. Und da zeige ich euch in diesem Video kurz ein bisschen einen Überblick über die verschiedenen Kochfelder, über die verschiedenen Backöfenmöglichkeiten und so weiter. Wir beginnen mit den Kochfeldern. Es gibt 4 Kochfelder, Grundkochfelder für den Herd. Ihr könnt ein Kochfeld haben, komplett mit 5 Gasbrennern offen. Dieses hier zeigt den 4 Brenner plus das Traditionselement in der Mitte. Darunter ist aber auch wie bei einem 5-Brenner-Kochfeld ein Gasbrenner, ganz normal. Das ist immer ein 5 kW-Gasbrenner in der Mitte. Bei Gas gibt es viele Möglichkeiten, das Kochfeld verschieden zu nutzen. Also erst einmal könntet ihr sagen, ich möchte die Brenner anders haben und möchte die tauschen gegen einen anderen starken, 2 stärkere, 2 schwächere. Und außerdem gibt es auch noch ein komplett reduziertes Kochfeld. Standardkochfeld hat 16,5 kW Leistung und man kann auch eins haben, was nur 11 kW Leistung hat. Dann könnt ihr den Herd in jede Küche ohne Abzugshaube und ohne Bestimmungen stellen. Es gibt darüber hinaus 2 Elektrokochfelder. Hier haben wir ein Induktionskochfeld, was ihr hier sehen könnt. Und es gibt ein Ceran-Kochfeld. Bei dem Induktionskochfeld ist es so, dass ihr 5 Zonen habt. Die sind verschieden groß und die wirken auf diesem großen Herd gar nicht so riesig, wie sie sind. Deswegen zeige ich euch das jetzt anhand von Pfannen. Ich habe hier Pfannen bereitgestellt. Dies hier ist eine kleine, typische deutsche Haushaltspfanne. Das ist eine normal große deutsche Haushaltspfanne. Dies ist eine 28 cm große Haushaltspfanne, das ist das, was ihr zu Hause als große Pfanne habt oder die meisten von euch. Dies passt hier auf alle möglichen Zonen drauf. Darüber hinaus gibt es aber Pfannen, hier haben wir eine 32 cm Pfanne, die bekommt dann schon einen Gegengriff. Und hier ist es eine 36 cm Pfanne, also wirklich eine riesige Pfanne. Da ist natürlich der Boden nicht 36 cm, aber ihr seht, auch die findet Platz auf dem Herd. Und der Boden hat die Größe dieser Pfanne. Und damit könnt ihr, anders als bei einem Einbaukochfeld, mit einer richtig riesigen Pfanne arbeiten und mit einer großen Pfanne. Und ihr würdet genauso noch einen großen Topf drauf kriegen. Das gleiche haben wir hier. Typischer deutscher kleiner Topf. Gibt viel kleinere noch. Das ist das, was die meisten zu Hause als großen Spaghetti-Topf haben. Aber auch ein Topf wie dieser hier, der einen Durchmesser von 28 auch hat, würde problemlos hier in die Mitte auf das Kochfeld passen. Und das ist deutlich größer als ein normaler großer Topf. Und das haben wir auch bei Gas. Ich zeige euch das nochmal kurz hier. Wenn ich hier die 28er Pfanne draufstelle, also die große Pfanne, kriege ich dahinter auch immer noch einen Topf, der genauso groß ist im Durchmesser wie die Pfanne. Also 2 28er Elemente hintereinander. Und daran sieht man die Gastroherkunft dieses Herstellers. Also es sind Gastroherde, die da gebaut werden und die können auch im Haushalt genauso natürlich verwendet werden. Aber man hat den Vorteil, den man sonst zu Hause nicht kennt. Alle anderen Kochfelder sind gebaut, damit sie in der Arbeitsplatte sich einbauen lassen. Und die Brennerabstände liegen so bei 20 cm. Hier sind es 28 cm bei dem Gaskochfeld. Und hier könnt ihr auch in der Mitte natürlich einen ganzen großen Gastro-Party-Topf drauf erwärmen auf der Traditionsplatte. Wir haben noch ein eigenes Video allein über diese Kochfelder und die Möglichkeiten, die ihr da habt. Das findet ihr auch bei uns im Kanal und da müsst ihr einfach mal schauen. Noch das Ceran-Kochfeld, das habe ich hier gerade nicht ausgestellt. Das Ceran-Kochfeld hat in der Mitte eine Bräterzone und links und rechts 4 große Zonen. 2 davon können klein geschaltet werden, aber ihr könnt auch 4 große Kochfelder gleichzeitig verwenden. Und auf dieses Kochfeld würden dann bei einem Meter 4 große 28er Töpfe passen und in die Mitte noch ein größerer Bräter, der oval ist oder sowas. Also auch da habt ihr richtig, richtig Platz. Wir gehen nochmal zu Funktionen des Kochfeldes. Und zwar ist es so, dass ihr hier einen Drehhebel habt. Ihr dreht den einfach hier vorne und im Display zeigt er euch oben an, was für Temperaturen da sind. Das sind Zonen von 1 bis 9, ganz normal, wie ihr das bei jedem Induktionskochfeld kennt. Wenn ihr hinten drüber hinaus dreht, dann kommt ihr auf eine Boosterzone. Und hier vorne diese kleinen Striche, das sind 2 Temperaturbereiche, die es gibt zum Warmhalten. Ihr könnt das auf 43 Grad und auf 70 Grad warm halten, also die kleine und die große. Und das zeigt euch oben im Display.
Und mit diesen Funktionen könnt ihr Gerichte vor sich hinköcheln lassen, warm halten. Da sind wahnsinnig viele Möglichkeiten. Das ist natürlich ein Vorteil von Induktion auch Gas gegenüber, dass man da deutlich genauer schalten kann. Und eine faszinierende Funktion ist noch, es gibt eine Schnellaufheizfunktion, ohne dass man darauf achten muss. Das bedeutet, ihr könnt was auf den Herd stellen und bevor ihr den anmacht, dreht ihr den Hebel einmal nach links, dann taucht ein A im Display auf und dann dreht ihr ihn zum Beispiel auf Stufe 5. Dann geht er für ein paar Minuten auf volle Leistung, um möglichst schnell anzukochen. Dafür steht das A auch, zumindest ist es ein deutsches übersetzt, und Ankochfunktion. Und danach geht er runter auf die Stufe 4 oder 6, wie ihr auch immer eingestellt habt. Aber erstmal gibt er ein bisschen mehr Gas, um zum Beispiel Nudelwasser zu erwärmen, um mit ein bisschen mehr Energie zu starten und dann runterzuschalten. Aber auch da immer wichtig, nicht zu hohe Temperaturen verwenden. Mit Zone 9 macht man für gewöhnlich nur Pfannen kaputt. Das muss man langsam angehen, solche Temperaturen, und langsam hochfahren, damit man das Kochgeschirr nicht zu arg in Anspruch nimmt, ne? Wir haben bei dem Klüni als Besonderheit zwei Öfen. Das erscheint immer erstmal, als wären es zwei kleine Backöfen, aber eigentlich sind es zwei große Backöfen. Das sind beides 60 cm Backöfen, könnte man sagen. Das sind natürlich nur 50 cm pro Tür, aber die Öfen haben sehr viel Tiefe. Und das ist die Besonderheit bei den Herden. Man hat wahnsinnig viel Platz in den Backöfen. Ich habe hier in einem anderen Backofen, zeige ich euch das nochmal. Hier habe ich einen Breiter im Ofen. Dies ist der größte Breiter, den die Firma Stob macht. Das ist genauso wie bei der Firma Le Creuset. Und den könnt ihr in diesen Ofen stellen. Der passt problemlos in den Backofen. Und ihr könnt ihn genauso rausnehmen, öffnen. Das ist ein riesiger Breiter, den ihr habt. Da kommen wir noch zu einem anderen Thema. Die Fenster sind geschlossen. Ihr könnt nicht reinschauen in die Öfen. Das ist natürlich für viele ein Nachteil. Hat aber auch einen Vorteil, dass es nicht reinschauen. Ihr seht es hier gerade, ich kann die Tür öffnen, ich muss nicht auf eine Glasscheibe aufpassen. Ich kann, das ist ja emailliert alles, wie ein Backblech auch, ich kann den Breiter da drauf abstellen, rausziehen. Ich kann nicht reingucken, ich sehe nicht, was ich alles gestapelt habe in meinem Ofen, weil ich es doch auch brauche, um meine ganzen Pfannen unterzubringen oder sowas in der Art. Und ich habe keinen Wärmeverlust, sondern eine normale Tür hat immer Glasscheiben und dazwischen laufen extra Luftströme, damit die gekühlt werden und außen nicht heiß werden. Hier ist Dämmmaterial drin verbaut und damit habe ich einen Vorteil, dass ich weniger Hitze nach vorne verliere in so einem Ofen. Genau, das sind einfach Möglichkeiten, die die Öfen mit sich bringen. Grundsätzlich könnt ihr drei Öfen auswählen. Es gibt einen Gasbackofen, einen Ober-Unterhitze-Backofen mit Grill und einen Heißluftbackofen. Der Gasbackofen hat immer eine Unterhitze mit Gas. Das wird auch in einem anderen Video noch mal genauer erklärt in unserem Kanal. Gas hat den Vorteil, dass es eine hohe Feuchtigkeit hat. Ihr habt das Thema, es ist wie in einer Sauna, wenn es einen Aufguss gibt. Die Hitze wird viel intensiver, weil sie durch die feuchte Luft viel stärker übertragen wird. Und Brot wird knuspriger, aber ein Auflauf würde nicht austrocknen gleichzeitig. Also es ist ein ganz anderes Kochen für Pizza und so weiter. Eine tolle Sache. Ober-Unterhitze und Heißluft. Und ihr müsst aus diesen drei Möglichkeiten euch zwei aussuchen und die könnt ihr hier bestücken. Ihr könnt auch beides in Gas nehmen oder beides in Heißluft und da müsst ihr euch entscheiden. Die Franzosen, speziell Lacanche, baut nicht Geräte mit 10, 15 Funktionen, wie wir das sonst kennen. Da muss man sich aber auch mal hinterfragen, welche Funktionen benutzt ihr denn eigentlich zu Hause? Die beste Geschichte, die ich in den letzten Jahren dazu hatte, war, da stand eine ganze Familie vor mir und ich habe sie gefragt, was sie denn zu Hause bislang verwenden, hauptsächlich für eine Funktion. Und da sagten sie, oh, da fingen sie alle an zu lachen und sagten, bei uns in der Familie heißt das dreimal links. Da wurde der Schalter dreimal nach links gedreht, aber sie wussten gar nicht, welche Funktion das eigentlich ist, die sie da immer verwenden. Und genau da muss man halt mal hinterfragen, braucht man 8 Funktionen? Und ich weiß auch hier, die meisten Leute wissen den Unterschied nicht zwischen Heißluft und Umluft und diesen Einzelfunktionen. Ihr könnt wählen Ober-Unterhitze mit Grill oder Heißluft mit Grill. Grill bedeutet immer Temperatur bis zum Ende durchdrehen und dann kann der Grill eingeschaltet werden. Dann geht die eigentliche Funktion aus. Und es ist nur ein Oberhitzegrill an und er erwärmt nur von oben sehr stark. Das funktioniert auch bei geöffneter Tür weiterhin. Ja, dies als kleiner Überblick über die Herde. Und ich hoffe, es konnte euch weiterhelfen. Das ist der Klüni. Es gibt den von Lacanche noch in weiteren Größen. Es gibt noch Metergeräte, einen Chani und einen Volney und Bougeot. Die stellen wir in einem anderen Video nochmal gegeneinander vor. Da könnt ihr die ganzen Varianten nochmal nebeneinander sehen, was die Vor- und Nachteile sind. Und auch zu dem 70er Herd haben wir ein Video. Wir haben da verschiedene Videos bei uns. Schaut euch die gerne an. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Danke.